Apple bohrt das neue MacBook Air mit dem modernen M3-Chip auf. Das bringt mehr Leistung und erlaubt das Arbeiten mit zwei externen Displays. Was die neue Generation des MacBook Air alles kann, erfahrt ihr jetzt. Die MacBook Air-Serie ist bekannt für starke Leistungen in einem flachen, leichten Paket. Wir haben die neuesten Modelle für euch getestet. Das MacBook Air 2024 gibt es als 13-Zoll-Modell und als 15-Zoll-Modell. Apple bietet beim neuen MacBook wieder vier Farbvarianten: Mitternacht, Polarstern, Space Grau und Silber. Die neue Generation des MacBook Air ist wieder erstaunlich flach. Das 13-Zoll-Modell misst gerade mal 11,3 mm, wenn es zugeklappt ist. Apple-typisch fühlt sich die Verarbeitung des Aluminium-Bodies hochwertig an. Abmessungen und Gewicht bleiben gegenüber den M2-Vorgängern unverändert. Eine Neuerung, wenn ihr euch das MacBook Air in der Farbe Mitternacht holt: die neue Eloxal-Versiegelung soll die Bildung von sichtbaren Fingerabdrücken besser verhindern. In unseren Tests waren leichte Rückstände dennoch zu sehen. Im Keyboard befindet sich oben eine Reihe großer Funktionstasten. Im Einschalter rechts sitzt der Fingerabdrucksensor mit Touch-ID. Über den entsperrt man den Mac oder autorisiert Zahlungen bei Apple Pay. Die beleuchteten Tasten bieten ein angenehmes Tippgefühl. Das große Trackpad lässt sich gewohnt intuitiv bedienen. Auch verschiedene Gesten gehen damit leicht von der Hand. Änderungen im Vergleich zum Vorgänger gibt es hier keine. Das Display hat je nach Modellgröße folgende Auflösung. Bei beiden Modellen findet ihr am oberen Rand eine Aussparung für Kamera und Sensoren. Einen HDR-Modus oder Bildwiederholrat mit bis zu 120 Hertz wie im MacBook Pro gibt es hier leider nicht. Beim Air bleibt es bei 60 Hertz. Möchtet ihr noch tiefer in die technischen Details einsteigen, findet ihr ausführlichere Infos im Artikel unten in der Videobeschreibung. Die FaceTime-Kamera bietet wie zuvor eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde. Dank des Bildprozessors im M3-Chip hat sich die Bildverarbeitung allerdings verbessert. Rauschverhalten, Schärfe, Helligkeit und Farben der Kamera werden so optimiert und können mit so manch einer externen Full-HD-Webcam mithalten. Die vom iPhone bekannte Gesichtserkennung Face ID oder die vom iPad beim Videochat verwendete Funktion Center Stage beherrscht das MacBook Air leider nicht. Unter dem linken Lautsprecher sind bei MacBook Air drei Mikrofone verbaut. Zwei filtern die Umgebungsgeräusche heraus, das dritte nimmt den Ton in Mono auf. Für ein Notebook-Mikrofon ist die Aufnahmequalität dadurch wirklich gut. Die Aufnahmen klingen rauscharm und verständlich. Für Videocalls braucht ihr also kein externes Mikrofon. Möchtet ihr Podcasts oder andere höherwertige Aufnahmen machen, reicht die Qualität nicht mehr aus. Sehen wir uns noch die Lautsprecher an. Für so ein flaches Gehäuse ist der Klang, der aus den Lautsprechern kommt, gut. Die 13-Zoll-Version kommt mit 4 Lautsprechern, 2 Hoch- und 2 Tieftöner, das 15-Zoll-Modell mit 6, 2 Hoch- und 4 Tieftöner. Beide MacBook Airs können in unterstützten Programmen Spatial Audio und Dolby Atmos wiedergeben, also 3D-Raumklang. Der ist natürlich nicht so ausgeprägt wie bei einem vollwertigen Heimkinosystem, klingt aber tatsächlich räumlicher als reine Stereo-Notebook-Lautsprecher. Auf der linken Seite findet ihr wie gehabt zwei USB-C-Ports mit Thunderbolt 3 und USB 4. Das erlaubt Geschwindigkeiten bis zu 40 Gigabit pro Sekunde. USB 3.2 Gen 2X2 unterstützt Apple nicht. Jede Buchse kann bis zu 15 Watt Strom liefern. Das reicht etwa für eine externe Festplatte, ein iPad oder einen passiven Hub. Auf der rechten Seite des MacBook Air findet sich weiterhin nur der Kopfhöreranschluss. Die Klinkenbuchse unterstützt ein iPhone-Headset und kann damit Mikrofonsignale in Mono entgegennehmen. Wie bei der vorherigen Generation lässt sich auch ein hochohmiger Kopfhörer verwenden, wie er etwa in Tonstudios eingesetzt wird. Bei Kopfhörern mit über 150 Ohm liefert das MacBook direkt eine höhere Spannung an der Kopfhörerbuchse. Weitere Anschlüsse wie einen Kartenleser oder einen HDMI-Ausgang hat Apple leider nicht verbaut. Die gibt es weiterhin nur in den teureren MacBook Pros. Die Ladebuchse hat einen MagSafe 3-Anschluss. Der hält den Stecker magnetisch am Gerät und löst sich leicht, wenn ihr mal am Kabel hängen bleiben solltet. Der Anschluss ist mit dem des MacBook Air M2 sowie dem MacBook Pro 14 und 16 Zoll kompatibel. Mit den älteren MagSafe 1 und 2 jedoch nicht. Zum Laden liegt ein 2 Meter MagSafe-Kabel bei, das auf USB-C mündet. So kann man es auch mit anderen Typ-C-Netzteilen nutzen. Das Netzteil beim 13 Zoll Standardmodell liefert 30 Watt, bei den höher ausgestatteten Varianten oder dem 15 Zoll Modell 35. Die 35 Watt-Version verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse, womit ihr beispielsweise zwei MacBooks oder ein MacBook und ein iPad gleichzeitig laden könnt. Beim 35 Watt-Netzteil liegt die Ladezeit in unserem Test bei 2 Stunden 20 fürs 13 Zoll bzw. 2 Stunden 42 fürs 15 Zoll.
Zoll-Modell. Das ist in unseren Augen etwas zu lange. Ihr könnt allerdings auch ein Netzteil mit 70 Watt und nur einem USB-C-Anschluss ohne Mehrkosten ordern, wenn ihr bei Apple direkt bestellt. Erstmals kann ein MacBook mit einfachem M-Prozessor zwei externe Monitore im Extended Desktop Mode antreiben. Dazu muss allerdings der Gehäusedeckel geschlossen sein, um das interne Display abzuschalten. Ihr könnt ein 6K-Display und zusätzlich ein 5K-Display betreiben, bei voller Auflösung und 60 Hertz. Das ging bisher nur mit dem MacBook Pro 14 Zoll oder 16 Zoll mit M Pro oder M Max Chip. Bei denen könnt ihr allerdings das interne Display noch mitverwenden. Da beim Anschluss von zwei externen Bildschirmen das eher zugeklappt sein muss, kann man weder Tastatur noch Trackpad erreichen. Daher benötigt ihr hier zwingend eine Maus und/oder Tastatur. Auch an den Fingerabdrucksensor kommt ihr dann nicht mehr heran, wofür man externen Ersatz bräuchte. Die Zahl der CPU-Kerne hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht erhöht. Es bleibt bei 4 für High Performance und 4 für Effizienz. Zusammen sollen sie laut Apple bis zu 20% schneller arbeiten als der M2. In unserem Test haben wir 16-21% bessere Ergebnisse erhalten. Das MacBook Air besitzt in der Grundausstattung einen M3-Prozessor mit 8 GPU-Kernen. Wer den Chip mit 10 GPUs will, zahlt 115 Euro Aufpreis. Beim 15-Zoll-Modell ist dieser bereits Standard. Die Performance der Grafik soll laut Apple 20% besser sein. Mit unseren Benchmarks konnten wir bis zu 15% messen. Bei hoher Auslastung erwärmte sich das Gehäuse über den Funktionstasten stark. Das Rendern von Videos läuft in unseren Tests je nach Konfiguration und Material etwa 15-20% schneller. Bei Überhitzung wird die Leistung allerdings stark gedrosselt. Wann diese jeweils eintritt, ist nicht klar erkennbar. Für dauerhaft hohe Rechenlast oder Gaming sollte man eher ein MacBook Pro mit aktiver Kühlung wählen. Das MacBook Air hat aber den Vorteil, geräuschlos zu sein. Office-Betrieb, Bildbearbeitung und der Schnitt kleinerer Videoprojekte sind damit kein Problem. Beide Displaygrößen kommen mit etwas geringen 8 GB RAM. Wer auf 16 GB upgraden will, zahlt happige 230 Euro. Der gleiche Betrag ist für den Schritt von 16 auf 24 GB fällig. Die SSD ist mit 256 GB auch etwas klein. 512 GB gibt es zum Aufpreis von 230 Euro. Maximal sind 2 TB Kapazität möglich. Anspruchsvollen Nutzern raten wir wenigstens zu einer 512 GB SSD. Die Speicherchips der SSD sind, wie das RAM, fest aufgelötet und lassen sich nicht erweitern oder wechseln. Unsere Testgeräte mit jeweils 512 GB Speicher konnten Daten mit 3300 MB pro Sekunde schreiben und mit 2900 MB pro Sekunde lesen. Wer mehr Tempo will, muss zu einem Mac mit Pro, Max oder Ultra-Prozessor greifen. Die Akkukapazität hat Apple nicht erhöht. Es bleibt bei 52,2 bzw. 66,5 Wattstunden. Bei der Videowiedergabe mit gedimmtem Display hält der Akku bei 13 Zoll und 15 Zoll etwa 13 Stunden lang. Bei leichter Last mit voller Helligkeit schaffte das 13 Zoll Modell 7 Stunden 20, das mit 15 Zoll knapp 7 Stunden. Bei voller Helligkeit und mit einem 3D-Rennspiel schaffte das 13 Zoll Modell lediglich 3 Stunden 12, das 15 Zoll Modell 3 Stunden 40. Unterm Strich reicht die Power bei gedimmtem Display, aber für einen langen Arbeitstag auch mit viel Rechenlast. Die beiden MacBook Airs M3 funken jetzt mit Wi-Fi 6E statt Wi-Fi 6. Voraussetzung für die Nutzung von 6 GHz ist allerdings ein entsprechender Router mit Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 7, sofern sie das 6 GHz Band auch wirklich unterstützen. Besitzer einiger Router mit Wi-Fi 6 erhalten aber auch schon eine höhere Datenrate. Diese müssen dafür 160 MHz breite Kanäle unterstützen. Beide MacBooks unterstützen außerdem Bluetooth 5.3. Die Einstiegskonfiguration des MacBook Air 13 Zoll M3 kostet 1.299 Euro. Das MacBook Air 15 Zoll gibt es ab 1.599 Euro. Möchtet ihr ein besser ausgestattetes Modell mit wenigstens 16 GB RAM und 512 GB SSD, zahlt ihr für das 15 Zoll Modell 2.059 Euro, für das 13 Zoll Modell 1.759. Hier ist dann aber auch automatisch ein Upgrade auf eine GPU mit 10 Grafikkernen dabei, die beim 15 Zoll Modell schon in der Basisversion enthalten ist. Das neue MacBook Air wird weiterhin das interessanteste Apple MacBook für viele Nutzer sein, denn es ist leicht, leise und hat eine ausreichende Leistung für zahlreiche Anwendungen. Die Wünsche und Anforderungen der allermeisten MacBook-Nutzer dürften damit erfüllt sein. Die Vorteile der teureren Modelle wie dem MacBook Pro dürften eher für eine kleinere Nutzerzahl wirklich interessant sein. Möchtet ihr mit zwei externen Bildschirmen arbeiten, aber ein entsprechendes MacBook Pro ist euch zu teuer? Dann könnte das neue Air eine spannende Wahl für euch sein.
Design und Leistung überzeugen in Apple-typischer Manier. Apple-typisch ist jedoch auch die Preisgestaltung. Gerade wenn ihr Upgrades bei Speicher oder RAM benötigt, steigt der Preis recht schnell. Alles in allem stellt das neue MacBook Air mit M3-Chip einen guten Allrounder dar, der keinen großen Sprung zum Vorgänger bietet, aber mit dem neuen Chip doch etwas schneller und leistungsstärker geworden ist.